war ich gerade eben bei einem Yamaha-Händler. Der hat Gott sei Dank eine Werkstatt dabei und auch Werkstattdienst, obwohl Samstag ist, was mich wundert. Ich dachte, dass die Freitagmittag Feierabend machen, die Jungs, und dann ist es gut für die Woche, aber die hatten auch samstags offen. Ich bin gestern mit der GS unterwegs gewesen und es gab nie Probleme und mit einem Mal wollte sie nicht mehr anspringen. Also hat nicht georgelt oder sowas, sondern wenn man den Anlasser gedrückt hat, dann war einfach zack, Ruhe, ist nichts mehr passiert. Und sind auch die Lichter ausgegangen, also ich war mir nicht ganz sicher, ob irgendwie da Anlasser einen Klemmer hat oder ob er defekt ist oder ob die Batterie zusammengebrochen ist oder was der Geier, steckt man ja nicht drin. Und dann war ich bei denen kurz und der hat dann die Batterie durchgemessen und meinte dann, dass die Anschlusskabel an der Batterie, die waren total locker und dass sich das wohl losvibriert hat und ich deswegen Probleme hatte. Hat er wieder festgeschraubt, Batterie ist top und lässt sich auch sofort wieder starten. Also so ein richtig, richtig schnelles, kurzes Klack und schon ist er wieder an. Da steht sie dir gut. Jetzt hoffe ich mal, dass das bleibt für die restliche Fahrt, dass wir da nicht nochmal ein Problem haben. Und Wetter war gestern weit schöner. Heute ist so ein bisschen regnerisch, zumindest sieht es momentan noch regnerisch aus, aber ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Wirkt alles ein bisschen neblig und so ein bisschen verregnet. Das soll aber angeblich binnen einer Stunde jetzt aufreißen. Also zumindest, wenn man den Apps glauben darf. Aber die Apps haben auch was von Regenwahrscheinlichkeit 0% gestern gesagt. Und es hat die ganze Nacht durchgeschüttet. Das glaubt man nicht, wo es herkommt. Aber die Felder hier können es brauchen. Alles ist so ein bisschen gelblich. Schaut schon fast herbstlich aus. Und das noch im August, noch Mitte August. Könnte viel grüner sein, sollte man meinen. Aber es hat halt auch hier total wenig geregnet. So, jetzt sind wir eine ganze Weile durchs Nichts gefahren. Was wir heute noch machen sollen, wir haben die Drohne mit dabei. Wir werden jetzt dann nachher beim Gülle ausbringen, so ein bisschen mit der Drohne oberhalb so ein bisschen rumkreisen und ein paar Landschaftsaufnahmen machen, während Gülle ausgebracht wird. Man riecht es auch schon ganz gut, aber keine Angst, ihr kriegt es ja nicht mit, wie es hier stinkt. Weil für ein paar von den Apps, die ich mache, ist der Nasch mit Ihnen, ist da mein großer Testmeister, der das Ganze mal ausprobiert. Und der soll zukünftig dann auch beim Einsatz von solchen Apps mal ein bisschen mit der Drohne filmen können. Und deswegen schaut er sich das jetzt heute mal an, wie man mit der Mavic so fliegen kann und was da für Modis gibt. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, wir haben vorne so einen riesen Strommasten, der sich quer übers Feld zieht. Das heißt, wir müssen relativ hoch gehen mit der Drohne. Und je weiter wir oben sind, desto schneller musst du dann auch die Drehbewegungen machen, sonst sieht alles so ein bisschen arg langsam aus. Und schauen wir mal, was es wird. So, schneller Kamerawechsel. Das machen wir mit der GH5 weiter. Jetzt machen wir noch ein paar so typische Stockaufnahmen, so über die Schulter, ein bisschen Beine beim Laufen. Und mit offener Blende, damit wir so ein bisschen Unschärfeeffekte mit reinkriegen. Einfach ein paar Landwirtschafts-Cinematics. Jetzt haben wir es auch tatsächlich geschafft, dass hier in der freien Pampa ein kleiner Stau entsteht, weil wir 5 Minuten hier die Straße blockiert haben. Das heißt Straße, diesen Feldweg da blockiert haben. Und glatt ist natürlich einer gekommen, der sich furchtbar aufregt und beschwert. Und ist halt überall das Gleiche. Jetzt hat der Zubringer-LKW hier gerade schnell auf die Seite fahren müssen, damit der andere mit seinem SUV durchkommt. Ist schlimm, die Leute haben keine Zeit. Irgendwie, jedes hektisch, niemand hat Zeit für irgendwas. Aber es sieht heute gar nicht so warm aus und ich dachte auch erst, es ist ein bisschen kühl heute, aber es heizt jetzt langsam aber sicher ganz schön nach. Nicht ohne.
So, Drohnen-Footage haben wir aufgenommen. Die letzte Aufnahme wäre noch ganz cool gewesen. Da wollten wir noch so einen Follow-Modus ausprobieren, aber schon war der Akku leer und die Drohne wollte zurück nach Hause. Macht nichts, ich glaube, es sind noch so ein paar geile Aufnahmen von geworden. So, jetzt haben wir uns noch ein bisschen unterhalten, hier noch ein bisschen rumgestanden und jetzt packe ich meine Sachen mal zusammen und machen wir mal wieder auf den Weg. Schauen wir uns mal hier noch für. Schauen wir mal, was ich hier noch so an schönen Motorrad- und Fahrradstrecken ausfindig machen kann. Vielleicht möchte ich mit der Michaela hier mal mit dem Fahrrad ein paar Tage in der Gegend abhängen. Ist auf jeden Fall anstrengend zum Fahrradfahren bestimmt, weil es halt total hügelig ist, aber gucken wir mal. So, und damit man auch ein bisschen was sieht von der Gegend hier, wenn ich hier fahre, schnalle ich mir jetzt auch die Action Cam wieder an den Helm. So, mittlerweile sind wir da auf der Autobahn ein Stückchen gefahren. Bin jetzt hier in der Zwickauer Gegend und langsam lassen die Hügel wieder ein bisschen nach. Und hab gerade den Kilometerstand angeschaut, haben es jetzt immerhin auf 1442 Kilometer geschafft.